Oft sind Wissenschaftler ja angestellt, sei es bei der Universität oder sei es hier am Helmholtz-Zentrum oder an Max-Planck-Instituten. Letztendlich, finde ich aber, arbeiten Wissenschaftler eigentlich wie selbstständige Personen. Ich komme zum Beispiel aus einer Architektenfamilie und mein Vater war natürlich auch selbstständig. In dem Sinne finde ich deshalb, dass selbstverantwortliches, begeisterndes Arbeiten die wichtigste Voraussetzung ist. Meine Hauptaufgabe ist schon auch, wissenschaftliche Ideen zu entwickeln. Neben dem Management natürlich der Personen, Doktoranden, Postdoktoranden und andere Mitarbeiter. Also ich sehe trotzdem meine Hauptaufgabe als kreative Forscherin und das mache ich auch sehr gerne. Der Königsweg ist, sich nicht zu sehr von der vorherrschenden Forschungsmeinung beeinflussen zu lassen, sondern einfach innovativ Experimente durchzuführen und Ergebnisse zu analysieren. Wir arbeiten ja mit Stammzellen und Stammzellen sind ja die Zellen, die eigentlich alle Zellen eines Organes wieder bilden können. Und Sie wissen ja, dass es einige Organe gibt, in denen wir im Moment abgestorbene Zellen überhaupt nicht mehr ersetzen können. Das ist zum Beispiel im Pankreas, bei der Krankheit Diabetes der Fall oder auch im Gehirn bei allen möglichen Krankheiten, wo Nervenzellen absterben. Zudem bei Organen, in denen zeitlebens neue Zellen gebildet werden, wie zum Beispiel dem Blut- und Immunsystem, entstehen aus den Stammzellen oft Veränderungen, die dann zur Krebsbildung führen. All diese Fragestellungen bearbeiten wir hier im Stammzellinstitut und dementsprechend ist unsere Forschung natürlich sehr eng eingebettet in gesundheitsrelevante Fragen und letztendlich auch therapierelevante Fragen. In dem Moment, wo wir uns zum Beispiel mit Alterungsvorgängen von Stammzellen beschäftigen, automatisch mit einer Kombination von Umweltfaktoren, sei es Infektion, sei es Strahlung, sei es metabolische Veränderungen, konfrontiert sind. Und diese Veränderungen möchten wir auch in Zukunft verstärkt untersuchen. Wir sind natürlich sehr oft von unserer Forschung abgelenkt durch alle möglichen Anträge, die geschrieben werden müssen, Midterm-Begutachtungen, programmorientierte Förderung und alles Mögliche. Das ist in einem gewissen Sinne gut, weil es uns immer wieder erlaubt, uns neu einzuordnen und einzuordnen und zu überdenken, was wir tun. Es darf aber nicht zu oft sein. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen arg häufig. Deshalb mein größter Wunsch wäre, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben für die unbehinderte Forschung, das ja unsere Hauptaufgabe ist.